Ja, hallo. Ihr fragt euch sicher, warum trägt der Mann eine rote Mütze? Das ist doch gar nicht mehr so richtig in. Naja, es ist jetzt Adventszeit und die Männer tragen in dieser Zeit natürlich öfter mal rote Mützen. Zumal, wenn sie Geschenke mitgebracht haben. Und ich habe ein paar Kleinigkeiten für euch, von denen ich euch gerne erzählen möchte. Zum Ersten, es wird einen musikalischen Adventskalender geben. Das heißt, jeden Tag gibt es bei allen möglichen Downloadportalen einen neuen Song. Also bei Spotify und iTunes weiß ich, es läuft. Bei den anderen kann es sein, dass es ein bisschen später wird. Gibt es neue Songs von mir jeden Tag bis zum 24. ein. Also wenn ihr bei Spotify oder iTunes unter D20 Sounds vorbeischaut, findet ihr mich und ihr findet jeden Tag einen neuen Song. Natürlich extra für euch zum Spielen geschrieben, verschiedene Sachen. Die zweite kleine Überraschung ist, ich habe auf meiner Website ein paar Sachen freigeschaltet, ein paar Songs freigeschaltet, die ihr umsonst bekommen könnt. Die könnt ihr euch runterladen als kleines Freebie, damit ihr meine Musik kennenlernen könnt, falls ihr es noch nicht wisst. Und das Dritte ist, ich bin ganz stolz und glücklich darüber. Ich bin mit der Vorbereitung für mein neues Album, für mein Studioalbum, mit instrumentalen Titeln, aber nicht speziell fürs Rollenspiel in der Endphase. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem mal reinhört und vielleicht ein bisschen neugierig werdet. Ich werde, sobald alles fertig ist, was auf die Webseite stellen. Und das Ganze heißt Kopfkino. Und ja, ich habe viel gelernt in der Zeit, die ich hier für euch und eigentlich auch für mich Musik mache. Und habe viel davon umgesetzt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde, es sind wirklich tolle Sachen dabei, wenn man mal gemütlich Auto fahren möchte oder einfach nur Musik hören möchte per Kopfhörer und vielleicht ein bisschen abtauchen möchte in eine andere Welt. Das heißt natürlich nicht umsonst Kopfkino, aber lasst euch überraschen. Ich bin ganz gespannt und das war es jetzt auch schon und weg mit der roten Mütze. Habt eine schöne Adventszeit. Oh, das war jetzt ein paar TS zu viel. Eine schöne Adventszeit. Und lasst es euch gut gehen. Und schaut bei mir auf der Seite vorbei, wenn ihr wollt. Und wenn euch das gefällt, dann lasst doch mal einen Kommentar da unter meinen Videos oder sowas. Das ist immer sehr schön für die Reichweite. Kommentare sind einfach sehr hilfreich. Also ich bitte euch jetzt, wenn euch meine Sachen gefallen, dann lasst einen Kommentar da. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Und es kostet euch nichts außer ein paar Sekunden Zeit und was Nettes zu schreiben. Ich freue mich natürlich auch über Anregungen und Kritik, wie immer. Und wenn ihr Songwünsche habt, dann schreibt mich doch einfach über den Facebook Messenger an oder über die Webseite. Da gibt es auf jeden Fall Wege. Es gibt noch eine weitere Sache. Ich habe davon schon erzählt, am 17.12. Fängt die neue Witcher-Staffel an und ich habe einen Song dafür geschrieben. Ziemlich fertig, sage ich jetzt mal, eine schöne Vorproduktion. Habe den verschiedenen Leuten geschickt, habe in der Community rumgefragt und es gibt tatsächlich einige Leute, die sich schon dran gesetzt haben und oder noch dran setzen. Und es gibt ein paar tolle Sänger, wie ich schon gehört habe. Und Shiraki hat ein kleines Bild gemalt. Und am 17.12. um 20 Uhr wird das neue Community-Lied online sein in einem kleinen Video. Und ich hoffe natürlich, dass ihr vorbeischaut. Und ich bin natürlich ganz gespannt, wie es euch gefällt. Also meldet euch. Ja, lasst von euch hören. Ich bin froh über den Kontakt. Ich bin nicht so ein großer Typ auf Discord, obwohl ich das versuche zu ändern. Schreibt mich über die konservativen Sachen an. Ihr seht, ich bin schon etwas älter. Und ja, meldet euch einfach. Ich freue mich über Kontakt, auch wenn ich Discord nicht so gut beherrsche. Also, macht's gut. Nochmal, schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit. Kommt gut rüber. Über die Feiertage bin ich kurz ein bisschen weg, aber danach sehen wir uns in frischer Kraft wieder. Ich gehe ein paar Fotos machen und ein bisschen auftanken. Also, macht's gut, euer Martin von D20 Sounds. Ciao!